Thorsten, wie war es denn? Abschiedsspiel von Claudio Pizarro. Ja, mega. Die Show am Ende war fantastisch. Ich glaube, das hat Pizarro verdient nach seiner überragenden Leistung, die er für Werder geleistet hat. Und sportlich, wie fandst du das Spiel? Ja, ich denke, dass man gesehen hat, dass da einige auf dem Platz stehen, die Fußball spielen konnten. Es war nicht ganz so einfach, wenn man so lange raus ist, aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, ihr habt auch ganz gut gespielt, oder? Ja, ich sage ja, das macht schon Spaß, wenn man den einen oder anderen dabei hat, der ein bisschen kicken kann. Und da waren heute ganz viele von dabei und ich freue mich einfach für Pizza, dass er so einen schönen Abschied bekommen hat. Alle haben natürlich auch ein bisschen auf Jomi Kuh geguckt. Du auch? Ja, das ist ein super Spieler und ich war erstaunt und auch richtig froh, dass er hier war, weil es immer ein Genuss ist, mit ihm zusammen zu spielen. Aber dann hat er sich verletzt. Ja, er war relativ schnell auf der Massagebank. Ja, das stimmt. Wie war das denn eigentlich mal mit Claudio? Was war Claudio für ein Typ? Ja, Claudio war so ein kleiner Schlawiner. Hatte eigentlich immer gute Laune, immer eine positive Ausstrahlung, egal wie es gerade lief. Und das hat sich auch immer so ein Stück auf die Mannschaft übertragen und hat es alles ein bisschen einfacher gemacht. Und abgesehen davon war er ein absoluter Vollprofi. Ja, manchmal seid ihr aber dann noch abends mal in die Disco gegangen, so dienstags, ne? Ins Kapitol, habe ich gehört. Ja, wir waren jung, ne? Und da macht man halt schon mal Sachen, die man vielleicht nicht hätte machen sollen, aber Thomas Schaaf hat das relativ schnell gepickt und hat uns dann einfach mittwochs trainieren lassen. Und dann war es vorbei. Und was macht ihr heute noch? Ne, heute nicht mehr. Also heute, ich habe eben noch gesagt in der Kabine, unglaublich, wie sich das Leben verändert hat. Einige Spieler sagen so, gleiches Party, aber ich muss erst nach oben die Kinder ins Bett bringen und so. Das ist schon ein anderer Schnack, aber das ist eben auch das, was das Leben ausmacht. Familie ist jetzt da und das ist jetzt wichtiger. Wir sind trotzdem noch ein bisschen feierwegs mit den Kollegen. Ja, auf jeden Fall. Und mit wem quatscht man dann? Mit dem man immer so zusammengespielt hat? Oder wie läuft sowas dann? Nein, man freut sich einfach darauf, dass man viele alte Gesichter wieder sieht. Auch ich habe mich mega gefreut, dass ich Philipp Lahm wieder gesehen habe aus meiner Nationalmannschaftszeit. Und man freut sich einfach auf alte Gesichter und man tauscht sich permanent aus. Und das ist eigentlich das Schöne an solchen Spielen, dass man viele Leute wieder sieht, die man lange nicht gesehen hat. Wenn man so vor 40.000 einläuft und ihr seid alle einzeln vorgestellt worden und es gab einen Riesenjubel, juckt es dann so, denkt man so, boah, die Zeit würde ich noch mal ganz gerne zurückdrehen? Nein, absolut nicht. Also das war schön früher, aber jetzt freue ich mich auch auf mein neues Leben oder auf mein normales Leben.